Das ist jetzt der neue 4,3 Liter Motor für unser nächstes Projekt, den grünen RSR, den ich euch das letzte Mal gezeigt habe im Detail. Wir sind jetzt hier bei ECMO, das ist mein Motorenbauer oder unser Motorenbauer, und er wird jetzt ein bisschen erklären, was hier alles neu ist. Bei dem sind wir jetzt noch mal einen Schritt weiter gegangen. Das heißt, unser Ziel war ja 100 PS pro Liter für die Straße. Das bedeutet 430 PS. Das ist unser Ziel. Um das zu erreichen, haben wir natürlich sehr viele neue Teile produzieren müssen, beziehungsweise Bestehendes, was wir bei der bisherigen 4,3 Liter verwendet haben und noch mal überarbeitet im Design und von der ganzen Fähigkeiten. Das heißt, Flow im Kanal, Brennraumdesign und so weiter haben wir alles noch mal neu gemacht. Als Beispiel die Rohlinge, die wir gießen, was unsere Basis ist für die neuen Köpfe, die wir verwenden. Da haben wir natürlich dann die ganzen Schritte alles in-house, beziehungsweise mit einem CNC-Bearbeitungszentrum, wo uns für uns die Köpfe fräst dann aus dem Guss, dass wir eben auf die Leistung dann kommen. Wir werden den Motor jetzt dann auf dem Prüfstand einfahren, abstimmen, und als Zusätzliches fahren wir den Motor in einem 24-Stunden-Dauertest auf dem Prüfstand. Dann wird man das Ganze nochmal zerlegen und analysieren, dass alles zum Überprüfen und bestätigen, dass alles einsatzbereit ist. Damit ihr jetzt ein bisschen mehr versteht, was das alles bedeutet mit diesen neuen Motoren, mit diesem neuen Konzept, wo wir unsere Verbesserungen, die wir gemacht haben, stelle ich jetzt dem Lothar ein paar Fragen. Die Köpfe aus Guss, wo werden die fabriziert? Also die Köpfe. Deutschland, China oder wo? Ne, die Köpfe, die gießen wir auch hier in Lies. Okay. Da haben wir ein sehr gutes Unternehmen. Die haben sehr viel Erfahrung im Gießverfahren, Aluminium-Gießverfahren. Und das ist natürlich für uns ein sehr großer Vorteil, weil die sind 5 Minuten entfernt von uns. Und mit denen konnte man auch die ganze Materialanalyse durchführen. Das heißt, wir haben Materialanalyse vom 2,4 Liter gemacht, vom 3 Liter SC, dann vom 3,2 Liter, 9,64, 9,93 und auch vom 9,93 Turbo, wie es auch in der GT2 zum Beispiel gefahren wurde, für 24 Stunden in Le Mans, und haben aus den Entwicklungen, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat im Detail, im Guss, haben wir das Beste für uns rausgezogen. Man hat dann auch gesehen, dass wie sich der Guss verändert hat mit der Beanspruchung von den Motoren, Magermotor, mit den neuen Abgasnormen und. Und aufgrund dessen konnte man mit dem Gießer in Lies, das ist die Meta Lies, konnte man Zusammenarbeit auf die Beine stellen, die uns genau unseren Guss, unseren Kopf gießen, so wie wir den brauchen. Also ich verstehe das richtig. Je mehr Leistung, auch bei Porsche war das so vermutlich, desto schwieriger, den luftgekühlten, ein gutes Aluminium hinzukriegen. Also, wenn ich das richtig verstehe, sind jetzt diese Aluminiumlegierungen wichtig, weil immer mehr Leistung heißt immer mehr Hitze. Und beim Luftgekühlten ist ja das Problem, dass man die Hitze auch handeln kann. Was mich noch Wunder nimmt, ist vielleicht das Brennraumdesign. Was haben wir da geändert? Ist das ein quasi normaler Zylinderkopf, den wir jetzt Porsche nachgebaut haben, oder haben wir da eigene Innovationen reingebracht? Könntest du vielleicht noch erklären? Also bei der ersten Version Köpfe, die wir gefahren sind, wo wir das Projekt angegangen sind, 4,3 Liter zu bauen, hat man sich sehr stark am Original orientiert. Der erste Schritt war, grundsätzliche Funktion vom 4,3 Liter herzustellen. Und der zweite Schritt war eben unsere Zulassung, dass wir CH-Zulassung haben, unser Mustergutachten. Und jetzt im nächsten Schritt gehen wir natürlich noch ein bisschen weiter, um die Leistung zu optimieren. Und da hat man dann festgestellt, oder haben wir in Versuche herausgefunden, dass das Brennraumdesign, das Kanaldesign die Leistung sehr stark begrenzt. Also man muss es so verstehen, für Porsche war das natürlich wäre das eine riesige Investition gewesen in eine aussterbende Technologie, das Luftgekühlte, vom Lärm und von der Abgasentwicklung her auf Euro 3 oder noch besser zu kommen, war natürlich unerreichbar. Darum haben die da auch nicht mehr investiert. Also es ist nicht so, dass wir jetzt als schlauer sind wie Porsche, Genau. das definitiv nicht. Es ist halt für einen Großhersteller immer Frage, ist es betriebswirtschaftlich sinnvoll? Also genau eigentlich, was auch ich bin ja von der Motorradbranche eigentlich hergekommen, habe sehr viel Tuning gemacht auf unserem Prüfstand schon in den Anfangs 90er Jahre.
Also da hatten wir, Harley hatte ja auch das Problem immer gehabt, um die neuen Normen zu erfüllen. Mit den luftgekühlten Motoren sind die einfach irgendwann nicht mehr hingekommen. Deshalb sind heute die neuen Harleys ja auch teilweise wassergekühlt. Man sieht das zwar nicht von außen, die haben immer noch Rippen, weil die Rippen ja zusätzliche Kühlung auch bringen. Aber eigentlich sind die schon wassergekühlt, wie auch Indien und so weiter, weil man da einfach nicht mehr durch die neuen Normen durchgekommen ist. Also das ist hier ja ähnlich bei Porsche, deshalb kam ja auch der 996, nehme ich mal an, genau, ja, wassergekühlt, weil das genau das Problem war. Und zu viel Hitze heißt zu viel NOx und da kommt man dann nicht mehr durch diese neuen Normen durch. Genau. Und wir sind natürlich als kleines Unternehmen, sage ich jetzt mal, da ein bisschen freier. Ja. Und haben uns dann überlegt und das Ganze genau angeguckt, haben alles über den Haufen geworfen, bei einem weißen Blatt Papier angefangen. Das heißt, die Vorgabe war die Grundform, die Abmaße können wir nicht ändern, wir wollen den Motor nicht neu erfinden, mhm, sondern wir müssen was bauen, was man integrieren kann in das bestehende Konzept. Und haben dann gesehen, wo können wir für uns noch was rausholen. Wir haben dann x Stunden auf der Flowbench verbracht, um Kanaldesign das Beste rauszufahren, sowohl Einlass als auch Auslass. Wir haben dann moderne Brennraumgestaltungen verglichen mit dem, was Porsche da bis jetzt gefahren ist. Also ja, der Halbkugelbrennraum. Wir haben dann versucht, den bestmöglich zu optimieren. Mussten dann noch diverse andere Sachen ändern, weil ich das nicht genauso detaillieren will. Also es war ein sehr großer Aufwand und das hat dann eben unser neuer Kopf ergeben. Die Positionen haben wir übernommen, also Auslass, Einlass, Position. Wir wollen ja nicht den Motor komplett verändern, dass er auch von der Optik verändert ist. Und alles spielt sich eigentlich innen drin ab. Ja, genau. Ich als nicht super Motorenbauer, warum nicht Billet Aluminium, wie zum Beispiel bei meinem Dragster? Es ist grundsätzlich so, dass man den Kopf natürlich mit der heutigen Technik perfekt aus einem Glotz fräsen kann. Genau, auch schön halt, also genau, optisch sehr schön. Es ist nur so, dass Glotzmaterial in der Zusammensetzung, die wir brauchen für einen Zylinderkopf, nicht verfügbar ist. Okay. Also das heißt, eine Gusslegierung für so einen Zylinderkopf, die wird quasi designt. Also das heißt, man muss sich das vorstellen, wie man geht zu einem Sternekoch und sagt, ich hätte gerne das Menü, es muss genau das und das drin sein. Ja. Und dann packt er das alles zusammen. Mhm. 3 Gramm Zwiebeln, 4 Gramm Schnittlauch und 6 Gramm Pfeffer. Und so ist das bei einer Legierung auch. Das heißt, wir haben die Legierung vorgegeben, das hätten wir gern. Mhm. Und dann wird die Legierung für uns erstellt. Ja. Man muss das so sehen, dass so bestellte Legierung ist Mindestabnahme von 2,4 Tonnen. Oh. Also das heißt, wir müssen jetzt noch ein paar Köpfe gießen. Na gut, also bestellt schön Köpfe und Motoren bei uns, am besten die ganzen Autos. Das ist sehr wichtig für uns, weil wir alles eigentlich selbst finanzieren hier zu zweit, unsere 2 kleinen Betriebe, und aber sehr innovativ sind und sehr interessiert sind und eigentlich nie aufhören und hier immer Vollgas dran arbeiten.